Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Ja, Freunde der nicht ganz so interessanten Unterhaltung. Oh, shit, ey. Oh, Matter. Auf die Schnauze! Größer die sind, umso mehr fallen sie. Geh weg, geh weg! Aua! Schon wieder! Kommt her. Bams, Bams und Konter, Bams, Konter. Konter. Bats. Ja, leg dich zu deinem Kumpel. Cool. Ein Schrank. Ein leuchtender Schrank. Und eine leuchtende Tür mit Exit. Ja. Benutzen. Ah, da drückt er drauf, natürlich. Wer arbeitet denn hier? Burgerverpackung, wo schon Viecher rumfliegen da und. Boah. Wie war ruhig. Zurzeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat zwei junges Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist zwei junges aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es. Roman war schon immer paranoid. Deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sion ist verloren. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort, aber Roman wollte er lebendig. Für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sion ist unter seiner Kontrolle, musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich habe. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Zur Gotham Merchants Bank. Ui. Es wird interessant. Alfred, sieh nach, ob du
Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Yay! Toll, Löcher in den Wänden. Hätte man nicht hier irgendwie reingekonnt? Wir sind düss. Hochspannungssystem, okay. Datenpaket, ja gut, das ist versteckt, geschützt. Natürlich kommt da Dampf raus, irgendwie kann man das umgehen, schließen, irgendwie so. Ich weiß aber noch nicht, wie. Kriegen wir hier noch mehr Spielzeug. Fragen über Fragen. Du bist wirklich herzlich glücklich. Was zum... Oh Gott, ich weiß es. Oh Gott. Der Mad Hatter. Gesucht. Ist da. So, Pinguin. Waffendepot. Wo sendet der Pinguin Waffendepot? Ich habe drei Bomben in den Korridor. Ja, das sind alles Nebenmissionen. Mad Hatter. Ja, warum nicht? Hutladen. Der Mad Hatter. Dieser kranke Penner. Wer ihn nicht kennt, der Typ ist besessen von Alice im Wunderland. Aber das habt ihr euch bestimmt schon gedacht. Er sieht sich selber als der verrückte Hutmacher. Und was ist denn da grün? Ups.
Schläger raus. Auf die Schnauze. Nun gut. Ja, wirst du wohl. Jedenfalls ist er extrem krank und paranoid und entführt halt Frauen, die irgendwie wie Alice aussehen oder die er für Alice hält oder irgendwie sowas. Ja, der Typ ist wahnsinnig und extrem gestört und er entwickelt Hüte, also er macht Hüte oder Masken, die irgendwie Gedankenkontrolle machen. Habt ihr gesehen mit diesen Stördingern da dran oder sowas und redet den irgendwelchen Mist ein. Und das ist extrem krank. Der Typ ist wirklich gestört. Da ist es. Wir sind angekommen, scheint so. So scheint es. Oder auch nicht. Da vorne ist es. Super, dann werden jetzt hier noch Backen von Matt. Es ist Weihnachten. Na toll. Ach hier. Hatters Versteck. Auf die Schnauze gibt's jetzt hier Massenschlägerei. Bats. Bam. Bam. Auf die Schnauze. Bin ich will, der hat schon. Jetzt aber, Alter, jetzt ist aber Schluss hier. Gute Nacht. Bisschen Keks. Ja, sein. Ach du, gute Nacht. Bart. So, Matt hat das Versteck. Ein Hutladen. Das war auch im vorigen Teil so. Mussten wir auch in so einen versteckten oder auch in so einen Hutladen rein. Irgendwie sowas.
Oh Mann, das kann auch lustig werden, Leute, das sage ich euch. Oh Mann. Ich will irgendwie nicht. Aha. Da ist er, der Mad Hatter. Oh Mann, der Typ ist echt irre. Der ist schon da. Ui. Das war nicht geplant, hier lang zu gehen, echt? Hallo. Auf die Fresse! So, Mad Hatter, jetzt gibt's Haue. Wir sind in seinem Psycholand. Oh. Nein. Hallo, was ist denn? So.
Ja, das habe ich für Battering auswählen, aber. Wir schaffen jetzt. Hallo. So, verstehe jetzt. Jetzt da. Oh, wie mies. Blöd gemacht. Aua, scheiße. Stromding sieht man gar nicht. Karten. Boah, das erinnert mich voll an Arkham Origins. Nicht schon an Arkham Asylum. Aus. Und natürlich kommen da noch mehr. Nein! Oh je, was habe ich getan? Oh, stimmt ja! Den Batman getötet! Du mieser Sack! Ah!
Nein, nicht schon wieder. Verdammt. Ah, Drecksvieh. Muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Verdammt. Ja. Mach hin. Verdammt. Messeridiot. Endlich habe ich alle. Puh. Käfer. Ach, wissen wir doch. Nein. Ach so. Zieh mich über den Fluss. Wusstest du, dass sich die Zeit hier in 7 verschiedene Richtungen bewegt, aber du begnügst dich mit einer vorwärts, immer vorwärts. Langweilig. Warum versuchen wir also nicht mal zurückzukehren?
Ui. Alice? Ach ja. Toll, was war denn das jetzt? Was will der denn? Ein bisschen. Komm schon, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ist gerade irgendwie ein bisschen dumm. Ach so, okay. Oha. Verdammt. Okay, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Nein, wieso hüpft der daneben, dass er auf das... Ah. Seilrutscher. Let the go! Und dann muss ich rennen. Nö, aber es ist nervig. Macht er das nicht? Deswegen nicht, weil sich das bewegt hat. Jetzt. Sofort aufhören! Ich gewinne nicht du, ich habe die Kontrolle. Du spielst nach meinen Regeln. Du und alles. Tu, was ich sage. Tu sofort, was ich sage. Oh, ich muss kurz Schluss machen. Wir sehen uns gleich wieder.